Schwester Ursula hatte eben gesagt, es ist ja nicht die Bibel, es ist das Neue Testament. Da musste ich dran denken, unser Alttestamenter, der Professor, bei dem ich Theologie studiert habe, sagte dann öfters, wenn wir über unsere Griechisch-Vokabeln stöhnten vom Neuen Testament, sagte er, ach, diese kleine Broschüre und diese paar Vokabeln, der wirkliche Schatz ist doch das Alte Testament. Und heute predige ich tatsächlich zu einem Text aus dem Alten Testament. Und ich begrüße auch ganz besonders diejenigen, die zu Hause zuschauen werden, diese Predigt anschauen werden, herzlich willkommen und ein Gruß aus der FEG Niendorf. Es geht um Abraham. Es geht um ein Schlüsselerlebnis im Leben von Abraham. Schlüsselerlebnisse sind ja so besondere Ereignisse in einem Leben von Menschen. Und ich wünsche mir, dass uns dieses Schlüsselerlebnis von Abraham auch heute nochmal ganz neu auch berührt. Ich lese aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, aus dem 12. Kapitel, aus dem 11. Kapitel. Und zwar ab Vers 26. Als Terach 70 Jahre alt war, zeugte er Abram, Nahor und Haran. Übrigens steht hier noch Abram. Lassen Sie sich da nicht von irritieren. Ich werde nachher immer Abraham sagen. In der Geschichte wird irgendwann Abram zu Abraham umbenannt. Aber hier steht noch Abram. Hier ist die Liste der Nachkommen Terachs. Seine Söhne waren Abram, Nahor und Haran. Haran zeugte Lot. Er starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldäa. Abram heiratete Sarai und Nahor heiratete Milka, die Tochter Harans und Schwester Jiskas. Sarai aber bekam keine Kinder. Terach brach aus Ur in Chaldäa auf, um ins Land Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Sie kamen bis nach Haran und siedelten sich dort an. Terach wurde 205 Jahre alt. Er starb in Haran. Da sagte der Herr zu Abram, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Diese Situation ist ein Schlüsselerlebnis im Leben von Abraham. Schlüsselerlebnisse, das sind so Dinge, die das Leben nochmal auf den Kopf stellen. Also als kleiner Junge, ich glaube, ich war, weiß ich nicht, 4 Jahre oder 5 Jahre, mein Vater ist Elektromeister, ich saß unten im Wohnzimmer, meine Mutter war oben irgendwo im Haus und irgendwie war mir langweilig und dachte, okay, jetzt bin ich auch mal Elektriker. Und ich hatte schon öfters gesehen, wie mein Vater Strom gemessen hat mit so einem Strommesser in der Steckdose. Und da sah ich die Stricknadel meiner Mutter und habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt Strom messen. Und dann steckt man diese Nadeln in diese Steckdose und wenn es kurz bevor es einen Schlag gibt, das hatte ich schon als kleiner Junge mitbekommen, dann ziehe ich es wieder raus und dann weiß ich, dass Strom drin ist. Gesagt, getan, der Herr hat mich bewahrt, dass nicht direkt beim Reinstecken ich irgendwie an Kontakte gekommen bin, aber als ich dann rausziehen wollte, hat es den Schlag getan, aber ich habe es eben rausbekommen und ich habe gezittert am ganzen Körper, saß vor der Steckdose, irgendwelche Geräusche musste ich gemacht haben oder Mütter haben ja manchmal so einen 7. Sinn. Meine Mutter kam ins Wohnzimmer gestürmt und sagte, was hast du gemacht? Und ich saß vor der Steckdose und sagte, nichts. Das ist so ein Schlüsselerlebnis. Ich werde nie wieder mit Stricknadeln Strom messen.
Dieses Ereignis von Abraham geht aber noch darüber hinaus. Es geht wirklich um eine Lebensveränderung. Und vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich euch erst noch Familienchronik gelesen habe. Daran wird deutlich, wie katastrophal die Situation war, in der diese Familie von Abraham steckte. In diesen ersten 11 Kapitel der Bibel wird deutlich, wie vom Schöpfungsbericht und dass die Menschen dann gesagt haben, wir kommen ohne Gott klar, aus dem Paradies rausgenommen wurden, es immer eine Abwärtsbewegung gab für die Menschen. Es wurde korrupter, es wurde brutaler. Gott wurde immer ferner. Kurz vorher war die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen dachten, wir wollen sein wie Gott, also lass uns einen ganz großen Turm bauen. Und dann kommt diese Geschichte. Und ich habe angefangen mit Terach, als Terach 70 Jahre alt war. Namen im Alten Testament waren immer Programm. Terach bedeutet Mond. Und Ur in Chaldäa ist die Hochburg für den Mondkult. Der Leser von damals, der wusste also, dass diese Familie auch geistlich gesehen, so dieser letzte, würde man sagen, fast so diese letzte Familie, die auch noch an den lebendigen Gott glaubte, auf Abwägen war und in Gefahr war, diesen Gott zu verlieren. Sie waren geistlich ausgetrocknet und am Ende. Und von Abraham heißt es, dass Abraham und Sarai keine Kinder bekommen konnten. Da war also nicht nur ein geistliches zu Ende, sondern auch eine existenzielle Bedrohung da. In der damaligen Zeit war das eine Katastrophe, keine Kinder zu bekommen. Das ist auch heute immer noch schmerzhaft oder für viele schmerzhaft. Aber damals war es auch ein wirtschaftliches Aus. Weil man natürlich die Großfamilie davon lebte, dass es Kinder gab, die das weitergemacht haben. Und wenn man als alter Mann, alte Frau nicht mehr konnte, dass dann die Großfamilie einen versorgt hat. Und wenn es kein Nachkommen mehr gibt, dann ist der Tod im Topf. Und wenn wir heute über dieses Schlüsselerlebnis nachdenken, über die Berufung Abrahams, dann heißt mein erster Punkt, Berufung ist kraftvoll, weil Gott in diese Situation von Abraham, dem geistlichen Fastende und dem existenziellen Ende, eine Berufung ausspricht. Kapitel 11 ist eigentlich das Ende dieser Familie, auch für sie gefühlt. Und ich glaube, dass wir uns gerade zu diesen Corona-Zeiten mitunter damit identifizieren können, wie plötzlich alles so unsicher wird. Und wir manchmal nicht wissen, wie soll das denn bloß weitergehen. Dass wir manchmal in unserem Leben an Punkten sind, wo wir am Ende sind, wo wir denken, okay, jetzt ist es vorbei. Aber für Gott beginnt es da erst. In diese Situation hinein spricht er die Berufung und sagt, Abraham, mach dich auf den Weg. Und ich werde dich in ein Land führen, wo es kommt dann irgendwann später Milch und Honig fließen wird. Gott ruft den Abraham heraus. Und diese Berufung verändert grundlegend das Leben von Abraham und Sarah. Und das erleben wir bis heute. Es kommt sehr schön zum Ausdruck in einem Gedicht, dass ich einfach mal auswendig lernen musste. Es kommt von Sarah Brendel. Da geht es um einen Menschen, der auch am Ende seiner Kraft ist. Nicht normal, irreal. Der Weg, auf dem ich gehe, ist schmal. Und doch scheint alles so klar. Tief in mir sprudelt eine Quelle, feurige Welle, singt, schwingt, die Angst versinkt. Es geschah in jener Nacht, ich hatte längst nicht mehr an das Morgen gedacht. Das Leben hatte ich verlacht in seiner bösen Pracht, schien mir alles wie gemacht.
Die Worte durch die grelle Pforte waren wie eine Blume, die ihm Feuer verdorrte. Doch das Lachen des toten Gesichts veränderte sich im Schein jenes Lichts. Es hinterblickte die falsche Sicht und sah sich selbst vor Gericht. Dort taumelte sie, die geschlagene Wahrheit, doch wurde nach wenigen Schritten zur über alles leuchtenden Klarheit. In der Ferne erkannte ich die Verwandlung, den Tausch im eigenen Haus. Unter der Lampe, ich spürte, wie es brannte, das Licht mich entflammte und die Schwere der Jahre in einer Sekunde verbrannte. Ja, der Tausch begann im eigenen Haus. Ich war nicht im Rausch, ich war getroffen über die verschwendete Zeit. Wie durchbohrt stand ich da und sah mich, wie ich war. Gefesselt in Lügen, Bosheit war mein Verfügen, Gier und Betrügen mein Vergnügen. Doch nun stand ich da und ich sah, meine Augen erblickten dich. Und das erste Mal wusste ich, du bist real. Und ich spürte dich so klar, so unbegreiflich nah. Da fiel es ab von mir, das Geschwür. Es fiel einfach zu Boden. Und ich begann zu atmen und blickte unentwegt zu dir, von mir zu dir. Berufung ist kraftvoll und Berufung ist Gottes Einladung zum Glauben. Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben. Das ist das Schlüsselerlebnis, das Abraham erlebt und das auch wir als Menschen erleben, wo Gott uns anspricht, anrührt. Wie dieses Schlüsselerlebnis aussieht, ob das so ist wie hier bei Abraham, dass er diesen Ruf Gottes hört, mach dich auf, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Oder ob es irgendwie auch ganz anders ist. Es sind diese Schlüsselerlebnisse, die unser Leben wirklich auf den Kopf stellen. Bei dem einen ist es so ein Erlebnis, das hat man direkt parat, bei den anderen ist es eher so gewachsen. Und ich erzähle einfach, wie es bei mir war. Ich wusste eine ganze Zeit lang gar nicht, manchmal erkennt man das erst im Rückblick. Als ich 6 Jahre alt war, ich bin in einem sehr frommen Elternhaus groß geworden, war ich im Kindergottesdienst und da erzählte Onkel Ewald die Geschichte von den einem Schaf, das verloren gegangen war. Und die 99 Schafe waren da, aber das eine Schaf war verloren gegangen. Und der Hirte machte sich auf den Weg und suchte dieses eine verlorene Schaf. Und ich habe da gesessen in der Sonntagsschule und habe gedacht, oh, ich bin das verlorene Schaf. Und ich will auch von Jesus gefunden werden. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meiner Mutter gesagt, du Mama, ich will auch von Jesus gefunden werden und ich bin dieses verlorene Schaf. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann beten wir doch zu Gott und zu Jesus. Und dann habe ich zu Jesus gebetet und habe ihm gesagt, dass ich ja dieses verlorene Schaf bin und gefunden werden möchte. Und meine Mutter betete dann auch noch. Und dann guckte sie mich an, freudestrahlend, und sagte, und Detlef, freust du dich? Aber da war jetzt nicht so eine große Freude in mir. Meine Mutter hat es auch gar nicht böse gemeint, aber in dem Moment hatte ich irgendwie den Eindruck, war es denn jetzt auch so richtig? Also Freude, explodierende Freude hatte ich in dem Moment nicht. So ging es weiter mit meinem Leben. Mit 12 Jahren hatte ich den Eindruck, dass ich mich taufen lassen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war eine ganz kleine Gemeinde, da gab es kein Taufbecken, so wie ihr eins habt. Da ging man zum Hausmeister in die Badewanne. Und da in der Badewanne bin ich dann unter Zeugen getauft worden. Und auch da war es, waren ein paar Leute, die sich taufen ließen. Ich weiß, der eine, der war schon sehr erwachsen und hat so Gott gefunden, der hat sich riesig gefreut
Und auch da fragte mich meine Mutter wieder, und freust du dich? War jetzt irgendwie auch nicht anders als vorher. Dann hatte ich mit 24 Jahren, ne, 26 waren es, dass ich plötzlich so einen Knubbel in der Wange gespürt habe. Und dann bin ich zum Arzt gefahren, der hat gesagt, ja, muss man mal bei gucken, muss mal einen Kiefernchirurg bei gucken. Dann hat der geguckt und hat gesagt, naja, Herr Pieper, Sie haben nicht nur da einen Knubbel, Sie haben den ganzen Hals runter Knubbel und das sind geschwollene Lymphdrüsen. Da müssen wir mal einen rausnehmen und gucken, was das ist. Und ich weiß noch, als ich nach Hause fuhr, ich plötzlich diese Angst hatte, jetzt bin ich 26 Jahre alt und jetzt habe ich Lymphdrüsenkrebs und jetzt muss ich sterben. Und mein erster Gedanke war, jetzt bist du schon so lange Christ, 20 Jahre, und hast noch nicht mal ganz die Bibel gelesen. Das war mein erster Eindruck. Und ich hatte eine wirkliche Todesangst. Und ich habe dann in der Situation nochmal zu Gott gebetet und habe gesagt, also ich will kein halber Christ sein, ich will ein ganzer Christ sein und ich will dir ganz folgen. Und habe nochmal so eine, mein ganzes Leben ihm gegeben. Mit 28 Jahren hatte ich eine junge Frau kennengelernt und wir haben uns verlobt und nach 14 Tagen wieder entlobt. Kurzfassung, ne? Ihr könnt euch vorstellen, da war ganz viel dazwischen. Ich habe diese junge Frau sehr verletzt und dass ich ihr Hoffnung gemacht habe, dass wir eine Ehe haben werden, und ich konnte es dann auf einmal nicht mehr und ich habe mich dann von ihr getrennt, weiß ich, dass ich ganz viel verletzt habe. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich so eine richtig tiefe Schuld empfunden. Ich wurde nachts schweißgebadet wach, weil ich das nicht mehr verändern konnte und diese Schuld gespürt habe. Und dann habe ich irgendwann nachts gebetet, um Vergebung gebeten und auch Jesus Christus gesagt, du bist ja am Kreuz für mich gestorben und bitte vergib mir meine Schuld. Und da habe ich das erste Mal gespürt, dass er mir eine Last von den Schultern genommen hat. Die Folgen waren nicht mehr zu kitten, aber die Schuld hat er wirklich mir weggenommen. Ich konnte wieder atmen. Und dann habe ich Theologie studiert mit 35 Jahren und Ende meines Studiums habe ich mich auseinandergesetzt mit Martin Luther und den unfreien Willen und über die Gnade Gottes. Und wir hatten da auch nochmal so eine Veranstaltung zum Thema Glauben. Und in dieser Veranstaltung hat der Prediger nochmal sehr deutlich gemacht, dass es ja daran liegt, was Gott für uns tut und nicht, was wir Menschen tun. Und ich weiß doch, dass da der Chorleiter zu mir gesagt hat, boah, ich bin schon so lange jetzt auch Christ, aber so ein befreiendes Evangelium habe ich noch nie gehört. Und ich habe mich damals gefragt, während des Studiums, wann bin ich denn jetzt eigentlich Christ geworden? Mit 6? Mit 12? Mit 24? Mit 26? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass es ja gar nicht auf mich ankommt, sondern dass es Gott ist, der beruft. Und dass Gott mit 6 Jahren diesen kleinen Detlef berufen hat und gesagt hat, ja, mit dir will ich unterwegs sein. Und da war einfach mein kleines Ja, ob mit oder ohne Freude. Ich habe verstanden, dass Gott mich zutiefst liebt und mich berufen hat. Das habe ich im Rückblick erst so wirklich wahrgenommen. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Berufener Gottes. Berufung ist nicht nur kraftvoll, sondern Berufung ist die Einladung Gottes zum Glauben an ihn. Und er hat dich berufen. Und ein dritter Punkt. Berufung
heißt Vertrauen. Manchmal verstehen wir unter Gottes Berufung, dass Gott uns genau sagt, was zu tun ist. Man spricht von Berufung, wenn einer Pastor ist. Ich bin jetzt Pastor, so. Ich bin berufen und dann werde ich gefragt, wann bist du denn da berufen geworden? Ja, natürlich gibt es so eine spezielle Berufung auch in einem bestimmten Dienst. Aber die eigentlich wirkliche Berufung ist der Ruf zum Glauben. Und wenn du ein Christ bist, bist du ein Berufener und als Berufener unterwegs. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn wir nach diesen besonderen Berufungserlebnissen fragen und genau wissen wollen, was soll ich denn jetzt tun, dass wir uns eigentlich vor einer Entscheidung drücken und die Gott überlassen wollen. Aber Gott hat dich berufen und als Berufener bist du unterwegs und als Berufener darfst du deine Entscheidungen treffen. Ich weiß, dass ich bin im Siegerland groß geworden und irgendwann hatte ich den Eindruck, ich soll das Siegerland verlassen, weil da so viele Christen unterwegs sind und ich soll irgendwo hinziehen nach Deutschland, wo weniger Christen sind, damit ich denen auch etwas erzählen kann von dieser Faszination Glauben. Und so bin ich nach Rüdesheim am Rhein gekommen und sah mich als Berufener, als Gemeindegründer im Rheingau. Und das war der volle Reinfall. Nach 3 Jahren musste ich feststellen, die Gemeinde ist nicht gegründet, obwohl ich so eine starke Berufung gespürt habe. Die Gemeinde, in der ich damals war, da gab es plötzlich Stress und Knatsch und keine Ahnung, wir kamen nicht mehr miteinander klar. Und dann ist mir klar geworden, ich bin aber doch Christ. Ja eben, ich bin ein Berufener. Und bin in eine neue Gemeinde gekommen und habe erlebt, dass Gott eben mit mir geht. Ob ich da an dem Rhein mit meiner Berufung Gemeinde gründen will oder ob ich in eine neue Gemeinde gehe, Gott ist mit mir. Und als Berufener gehe ich mit in diese Gemeinde und Gott wird mir auch da wieder Möglichkeiten geben, für ihn einen Dienst zu tun. Und als dann irgendwann die Idee kam, bei mir Pastor zu werden, da habe ich auch wieder auf diesen Einschlag von oben gewartet. Gott, sag mir, ob ich Pastor werden soll. Hat er mir nicht gesagt. Mein Praktikumsvater hat mir dann gesagt, als ich dann schon 4 Jahre studiert habe und dann gibt es so ein Praktikum, hat er gesagt, du Detlef, ich sehe Begabungen bei dir, du kannst das machen als Pastor. Aber weißt du, du kannst auch weiter als Bautechniker arbeiten. Auch da bist du ja als Christ unterwegs und das zeigt dir, da hast du auch deine Begabungen. Egal wie du dich entscheidest, Gott wird dabei sein. Und wenn du dich entscheidest, auch Pastor zu sein, dann wird er mit dir auch den Weg des Pastors gehen. Das ist aber, dass ich dann einfach vertrauen muss. Und das Interessante ist, wenn wir uns hier bei Abraham anschauen, Abraham hatte nicht diese Sicherheit, das und das wird passieren. Berufung heißt Vertrauen. Er hat den Auftrag bekommen, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Schwester Ursula hatte das ja eben aus dem Hebräerbrief gelesen. In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Berufung heißt Vertrauen. Einfach diesem Ruf Gottes trauen und dann mit ihm unterwegs zu sein, ohne diese Sicherheit zu haben. Er hat auch irgendwann dem Abraham gesagt, du wirst ganz viele Nachkommen haben, aber der war schon über 80 und seine Frau war auch über 80 und die hatten keine Kinder. Wie sollte das funktionieren? Hat ihn Gott auch nicht verraten. Aber wir sprechen noch heute von Abraham und der Nachkommenschaft Abrahams. Das hat funktioniert, aber Abraham wusste nicht wie. Es hieß einfach zu vertrauen. Und wenn wir als Christen unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, dass wir als Berufene unterwegs sind.
und dass wir, egal wie wir uns entscheiden, Gott mit uns ist und dass wir in unserem Beruf, in dem wir tätig sind, als Berufene unterwegs sind, von Gott berufen und erleben dürfen, wie er uns segnet in dem, was wir tun, weil wir uns ihm anvertrauen, weil tatsächlich diese kraftvolle Berufung, dieser Weg zum Glauben ein ganz neuer Aspekt in unserem Leben ist, der uns ein ganz neues Leben schenkt und wir als neue Menschen unterwegs sind, gemeinsam mit Gott und gesegnet werden und zum Segen werden. Das schenke uns Gott. Und das können wir von Abraham lernen. Die kraftvolle Berufung, die Einladung zum Glauben und Gott zu vertrauen. Immer wieder neu im Alltag. Amen. Ich möchte gerne, lass die Kamera bitte noch laufen, möchte gerne noch auch euch einladen und euch einladen, dieser Einladung Gottes auch zu folgen. Es gibt diese Momente im Leben, da weiß man einfach, das ist jetzt kein Zufall, also ich glaube, ich bin gemeint, dass Gott uns ruft. Ein Gemeindegründer aus Südafrika hat erzählt, dass er dabei sein durfte, als ein Adler ausgewildert wurde. Und da war ein junger Adler, den haben die großgezogen im Gehege. Und dann sind sie an einen Ort gefahren, die Fachleute, und haben den Adler dort hingesetzt, wussten, das sind auch andere Adler, haben den Käfig aufgemacht. Und der Adler ist im Käfig sitzen geblieben, dieser Jungadler. Und dann haben die Pfleger versucht, ihn rauszulocken. Komm doch raus, guck mal, kannst hier in die Freiheit. Der Adler ist nicht gekommen. Und dann war der Moment, oben kreisten andere Adler. Da hat ein Adler so einen Ruf geschrien. Und plötzlich ging dieser Jungadler aus dem Käfig raus, hat seine Schwingen angefangen zu schwingen und ist hochgezogen und ist dann in seine Freiheit als Adler rausgezogen. So ähnlich ist das mit Gottes Berufung. Da weiß man, dass man irgendwie plötzlich angerührt ist und denkt, das hat etwas mit mir zu tun. Will wirklich dieser lebendige Gott etwas mit mir? Und wenn du das spürst, dann ist das dieser Moment, wo du im Vertrauen diesen ersten Schritt gehen darfst. Und ich möchte dich einladen, ob du jetzt zu Hause das schaust oder ob ihr hier sitzt, darfst. Und ich möchte dich einladen, ob du jetzt zu Hause das schaust oder ob ihr hier sitzt, dass wir gemeinsam ein Gebet beten, wo wir sagen, jawohl, ich vertraue dir und ich möchte dir nachfolgen. Also wenn du diesen Ruf hörst, oder wenn du für dich nochmal zur Bestätigung das beten möchtest, dann lade ich dich jetzt dazu ein und wir werden dieses Gebet an die auch abdrucken. Ihr könnt dann einfach für euch in der Stille mitbeten. Vater im Himmel, du hast mich gerufen, bist mir in Liebe nachgegangen, beginnst mein Misstrauen zu heilen. Dir vertraue ich mich an. Jesus Christus, du sprichst mich frei von belastender Vergangenheit. Du nimmst mich an, so wie ich bin. Dafür danke ich dir. Du hast längst Ja zu mir gesagt. Im Glauben antworte ich mit meinem Ja zu dir. Guter, treuer Gott, erfülle mich mit deinem Geist. Stärke meinen Glauben. Zeige mir meinen Platz in der Gemeinde. Lass mich